Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Folge Nummer 5 und es gibt ein bisschen was zu tun, nämlich wir haben Probleme mit dem Strom. Man sieht es aktuell nicht, aber ich habe, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, mir ein bisschen unsere kleine feine Stadt hier angesehen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir definitiv mehr Strom brauchen. Und dem werden wir jetzt gleich einmal entgegenwirken, dass wir da eben keine Stromprobleme mehr haben. Nämlich, ich werde hier jetzt ganz einfach auch hier irgendwo, soll nur gut aussehen, ich werde hier so ein Trafohäuschen hinsetzen. So. Und dann sollte das schon ein bisschen besser laufen. Ich werde jetzt bewusst nicht da extra mit Stromleitungen anfangen, sondern wir setzen mal dieses Häuschen dahin. Das muss fürs Erste reichen. So, dann gehen wir ganz kurz wieder in diese Perspektive, denn ich möchte noch etwas zu Transport Fever 2 ankündigen. Und zwar, ja, ich weiß, es ist länger nichts mehr von Transport Fever 2 gekommen und nein, es ist nicht zu Ende bei Transport Fever 2. Nur, ich habe aktuell immer noch das Problem, dass ich versuche die Straßen und ich glaube, das sind gar keine Modstraßen. Also ich habe wirklich versucht nachzuschauen, sind das Modstraßen, sind das Originalstraßen? Es gibt offensichtlich einen Konflikt bei Transport Fever 2 mit Modstraßen und den Originalstraßen im Spiel. Und jetzt kommt das Problem, wenn ich versuche, diese Straßen, die ich denke, dass sie fehlerhaft sind, abzugraden oder zu entfernen, dann stürzt mir das Spiel ab. Ist klar, weil wenn ich die Straße sehe, stürzt das Spiel ab. Das macht es die ganze Zeit. Jetzt, ich habe schon ein paar Straßen upgraden können. Und es wurde besser, aber es ist wirklich ein langwieriger Prozess und ich bitte es noch ein bisschen zu entschuldigen, dass bei Transport Fever 2 aktuell nichts weitergeht. Dafür kommt jetzt eine andere gute Nachricht bei City Skylines, also für alle Fans von City Skylines. Es kommt ein neuer Uploadplan, so in etwa wie für Anno 1800, gibt es auch bei City Skylines demnächst einen neuen Uploadplan. Und ja, mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Lass dich ganz einfach überraschen. Wir sind ja in der Advent- und in der Weihnachtszeit und lass dich ganz einfach von diesem kleinen Päckchen überraschen, das da demnächst auf dich zukommt. Gut, jetzt aber die nächste wichtige Änderung bei unserem Let's Play Let's Design für City Skylines ist, ich habe ein ganz tolles Kommentar bekommen und das hat mir extrem gut gefallen, nämlich die Idee mit: Es gibt doch Straßennamen, beziehungsweise man kann doch sagen, dass die Straßennamen im Spiel sein sollen. Und zwar Straßennamen anzeigen. Das machen wir jetzt einmal. Ich habe das eigentlich deaktiviert, weil es angeblich ein paar Ressourcen zieht von City Skylines. Da wir jetzt noch erst 1700 Einwohner haben, sage ich einmal, wird es nicht so tragisch sein. Es könnte sein, dass es, wenn wir unsere Städte oder unsere Stadt größer bauen, dass es da zu dem einen oder anderen Frame-Einbußen kommen könnte und dann würden wir das eventuell wieder deaktivieren. Aber ich sage gleich dazu, im Moment lasse ich es aktiv und wer gerne möchte, kann sich eine Straße, einen Platz oder ja, was auch immer gerne wünschen. Das Einzige, das ich sperren möchte, ist die Autobahnen. Ja, Autobahnen ist eh klar. Schauen wir mal, ob wir das sich anschauen können. Ja, genau, eben hier die Autobahnnamen, das bleibt dann ganz einfach so, beziehungsweise wir werden sie schon ändern, weil eine A33 und eine A31, naja, wenn, dann sind das beide die, zum Beispiel die A31, weil eine Richtung so, eine Richtung so. Gut, also das ist jetzt eher mehr nur so kosmetisch, aber die Straßennamen stehen gerne zur Verfügung. Und da möchte ich aber noch kurz eine kleine Sache dazufügen, nämlich wenn jemand eine Straße hat, kann er gerne benennen, wie er möchte. Ja, ich meine, es soll natürlich noch im korrekten Stil bleiben, also keine Schimpfwörter oder sonstiges, aber das ist eh klar. Ich nehme mal stark an, dass in meiner kleinen, feinen Community da die Leute wissen, wie man sich zu benehmen hat. Und was ich aber nicht machen möchte, ist, dass jetzt jemand sagt, okay, ich möchte die, weiß ich nicht, die Peterstraße haben und dann möchte ich noch einen Peterplatz haben und eine Petergasse haben. Nein, das möchte ich dann ehrlich gesagt nicht anbieten. Wenn eine Straße kommt und dann, ja, ich hätte gerne das und das, dann mache ich das, aber ich werde dann nicht jetzt in jeder Folge ganz viele Straßennamen ändern. Also,
man weiß, oder ich glaube, du weißt, was ich damit meine. So, jetzt aber. Also, wir haben ziemlich viel Straßennamen und wenn du dich wunderst, warum das zum Beispiel Donauturmstraße heißt, ja, ich habe damals für die, da gibt es eine Mod und die Mod ermöglicht es, die Straßennamen selbst zu verändern. Und ich habe dann natürlich zu dieser Mod ein Skript geschrieben, die das Ganze dann mit den Original 48.000 Straßen, Plätzen, Gassen und sonstigen aus Wien verbindet. Ja, die Arbeit habe ich mir damals gemacht, das ist schon ein bisschen länger her. Und auch das werde ich in der Modliste 2021, ja, ich habe das jetzt gesagt, es gibt eine neue Modliste ab 2021, wahrscheinlich in der Nachweihnachtszeit, in der Vor-Neujahrszeit, wird diese Modliste 2021 dann hier am Kanal veröffentlicht und natürlich auch bei Steam im Steam Workshop freigeschalten. So, jetzt Frosch im Hals, sorry. 6 Minuten, danke für deine Aufmerksamkeit. Nein, wir bauen weiter. Und zwar, ich möchte jetzt gerne hier endlich mehr Einwohner haben, denn das Ziel der heutigen Folge ist, wir brauchen 2200 Einwohner. Ich sage jetzt mal, das Ziel dieser Folge ist es, das zu erreichen, denn ich möchte endlich den öffentlichen Personennahverkehr in unserer Stadt forcieren. Ich möchte endlich in 1-2 Buslinien haben. Straßenbahn zahlt sich noch nicht aus. Vielleicht den Zuganschluss hier. Und ja, und dann geht es natürlich weiter. Wir brauchen Gewerbe, wir brauchen Industrie. Und das ist dann am besten, wenn das mit der Bahn angeliefert wird. Und da hätte ich dann schon gerne diesen Bereich hier, ja, für uns angeschlossen und für uns verwendet. So, einen kurzen Moment. Jetzt war der Frosch im Hals zu groß. Ich musste kurz husten. Ja, legen wir einfach los. Und zwar, wir haben 1700 Einwohner, 2200 werden gebraucht. Wir werden da jetzt einmal auf jeden Fall ein bisschen weitermachen. Und zwar brauchen wir unbedingt noch eine Grundschule. Ich habe gesehen, dass wir 387 Berechtigte haben, aber nur 300 Volksschüler oder Grundschüler unterbringen. Das heißt, wir werden da ganz einfach noch eine Grundschule bauen und ich klicke mich da jetzt absichtlich durch, weil ich gerne sehen würde, was alles Grundschulen sind in dem Spiel. Die schaut nämlich gar nicht so schön, die ist ja riesengroß. Ach je, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber wie wir... Könnte man die da reinsetzen? Ich glaube, die könnte man da reinsetzen, wenn wir das hier so aktiv machen. Zack. Dann haben wir eine neue Grundschule und die sieht super aus hier, weil da kommt ja zukünftig dann auch der Bahnhof hin. Und ich glaube, das Ganze passt dann perfekt ins Stadtgebiet. Wir haben hier Platz für 1000 Schüler. Und das lassen wir gleich so. Kostet uns 160 Dollar, Euros, Credits, keine Ahnung. Im Spiel alle 10 Minuten und ich glaube, das können wir investieren. Wir haben aktuell eine positive Bilanz und somit werden wir das so stehen lassen können. Ich ziehe das nur ein Stückchen rauf. Ja, ich glaube, so können wir das belassen. Und wir haben eine neue Grundschule. Wo haben denn die eigentlich einen Eingang? Gehen denn die rein? Die gehen da seitlich rein. Okay. Ja, warum nicht, ne? Sieht irgendwie aus wie ein Internat. Naja. Dann werden wir da natürlich noch eine Straße dazu bauen. Und zwar hätte ich da gerne schon natürlich etwas Schöneres. Nehmen wir da so einen Parkweg. So einen Parkweg mit Bäumen. Na, wir nehmen sowas da. So. Das machen wir so, dann nehmen wir den Node hier, schließen ihn an, den Node nehmen wir, schließen ihn. Die Laterne zeigen natürlich auch noch. Dann noch da Mitte irgendwas, was wir ändern können. Ich möchte die Laterne nämlich nicht genau vor dem Fenster haben.
Weil wenn man da drin sitzt und Unterricht hat, glaube ich, ist das nicht angenehm, wenn die Laterne da reinleuchten sollte. Aber ich finde, so kann man das lassen. Und jetzt haben wir noch eine neue Grundschule. Und wenn wir schon da sind, werden wir ganz einfach einmal schauen, wie heißt denn eigentlich diese Straße, beziehungsweise die geht bis hierhin. Okay. Die geht bis dahin, aber die Straße hat... Die Galizienstraße ist das. Und die Galizienstraße, das kopieren wir sich da ganz kurz raus. Und dann heißt das hier Volksschule. Und dann fügen wir das ein. Die Volksschule in der Galizienstraße. Spätestens wenn wir alles komplett ausgebaut haben, werden wir zwar nicht mehr wissen, wo die ist, aber zumindest jetzt für den Moment gefällt mir das so und dann werden wir das auch so lassen. So, das ist die... Schauen wir mal, wie läuft die Straße hier? Die läuft da entlang, das ist gut. Das heißt, auch das kopieren wir raus. Und man glaubt es kaum, ja, das lassen wir einfach auf Grundschule und die Grundschule in der Meidelgasse. So, passt. Also zwei neue Schulen mehr und die Bilanz ist immer noch positiv. Die Einwohner freuen sich auch bester Gesundheit und wollen bei uns in der Stadt sein. 7 haben wir positiv Bilanz. Das heißt, wir bauen da jetzt weiter. Und zwar würde ich da gerne mal schauen, was wir da jetzt schon so an Straßen haben, die wir verwenden könnten. Schauen wir mal, sieht das gut aus? Ja, ich glaube, das könnte man eigentlich durchaus so lassen, oder? Ich glaube schon. Das Einzige, was mich da ein bisschen stört, ist, wir werden das Ganze mal mit dem Teil hier und dann werden wir das so machen und dann werden wir sagen, nein, ich möchte keinen Zuckerahorn, sondern ich hätte gerne... So wenig Bäume haben wir doch, ne? Ich hätte gerne... Was ist denn los? Siehst du aus? Na, Birken sind eher nicht so wirklich auf Straßen. Das gefällt mir auch nicht. Regular Tree? Ja, den nehmen wir, den Regular Tree Medium Crown. So mit so einer mittleren Baumkrone. Ich finde, der passt perfekt hin. So ein kleiner Parkstreifen, so ein bisschen Grünzeug. Jetzt nehmen wir das ganze Teil hier wieder. Dann ziehen wir da weiter. Ich würde nämlich gern hier rauf und hier anschließen. Das können wir durchaus so lassen, schon in Vorbereitung für ein etwas größeres Feld hier. Das heißt sogar Englischfeld, die Straße. Für ein größeres Feld oder für eine größere Fläche mit Bahnhof. Güterbahnhof weiß ich noch nicht, aber ich hätte auf jeden Fall sehr gerne einen Personenbahnhof, denn die Leute sollen ja in unsere Stadt kommen und sich wohlfühlen. Und die Bilanz geht positiv weiter rauf, das ist auch gut. Was wir jetzt noch brauchen, ist, abgesehen von Wohnungen, brauchen wir auch ein bisschen Gewerbe. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. Aber zuerst möchte ich gerne hier ein bisschen was verändern. Und zwar, ich würde sehr gerne so machen. Und dann würde ich hier gerne, kann ich da noch ein bisschen, ja, genau. Dann würde ich hier gern
ein bisschen mit den Concrete-Flächen arbeiten. Da reicht mir die ganz kleine hier. Ja, das passt. Und ich würde auch gerne hier noch mit Zäunen arbeiten. Nicht mit Concrete, sondern Zäunchen. Eine Autobahn, Leitschienen. Und irgend so. Warum nicht ganz einfach sowas hier? Und dann sehe ich gerade, dass wir das auch löschen können. Das nehmen wir raus. Das braucht niemand. Gehen wir wieder zurück auf den Zaun. Machen das so. Nehmen das gute Teil. Setzen es hier dran. Das Teil setzen es hier dran. So. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir hier noch ein bisschen mit Bäumen arbeiten. Da würde ich so gern. Sowas hier nehmen. Ja, das passt. Und jetzt bekommen die hier noch einen Parkplatz. Ja. Wie wär's mit sowas hier? Das ist mir fast ein bisschen zu groß. Ja. Warum nicht? So. Es wundert mich, dass die da das jetzt gar nicht. Ah, jetzt. Hopp. So, dann fügen wir. Ne? So. Sollte vielleicht auch mit der Movie Mod arbeiten und nicht einfach so auf gut Glück herum experimentieren. Dann setzen wir die beiden so zusammen. Dann probieren wir die, also nicht kopieren, sondern wir fügen sie zusammen. Und dann so. Und das sieht gut aus. Das können wir gern so lassen. Jetzt sind da ein paar Autos zu viel drin. Das heißt, wir werden die da gleich mal. So. Und was ich noch gerne machen möchte, ist. Genau, ich würde gern hier einen Parkplatz für Einkäufe mit besonderen Bedürfnissen machen. Ach, okay. So. Zack. Und einen Familienparkplatz. So. Zack. Sieht auch gut aus. Dann passt das schon. Ich finde, das dann sieht das einfach lebendiger aus, wenn die Leute nicht nur so auf der Straße parken, sondern natürlich auch, wenn sie einkaufen wollen, sich dort ein bisschen hinstellen können. Dann könnte man eigentlich, wenn wir schon dabei sind, das gute Teil hier nehmen und da einfach dran schließen. Das jetzt aus. Gar nicht so schlecht. Mehr möchte ich aber jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht machen, sondern das lassen. Wir bauen jetzt noch ein paar Einkaufsmöglichkeiten. Und die möchte ich da gerne in der Nähe von der Schule hinsetzen.
Wir sagen da jetzt ganz einfach. Du kommst weg. Und ich würde gerne Kurgel und Rika. Nur Rika. Was hätte man denn nur bei Rikos als Low Commercial? Oder irgendwas Schönes hier. Warum eigentlich nicht so ein kleine Würstelbude? Könnte man ja eigentlich sogar, bei der Kirche müssen wir es nicht unbedingt haben, aber vielleicht da? Ich finde, die passt da gar nicht so schlecht hin. Das heißt, wir nehmen das Teil jetzt. So, das Teil. Drehen wir es ein Stückchen. Schieben wir es dahin und ich finde, das sieht doch gut aus, oder? Oh ja. Lieferung! Rabums, rein damit! Ja. Aber ich finde, das passt. So kann man das lassen. So, dann brauchen wir noch ein bisschen was von Commercials und was will man denn da? Ne? So einen großen Ikea möchte ich dann noch nicht hinsetzen. Was könnte man denn da vielleicht noch rein platzieren? Hier? Bauhausmarkt auch nicht. Gartencenter muss auch nicht unbedingt sein. Das sind dann ganz große Gebäude. Wie sieht's aus bei dem hier? Haben wir hier irgendwas, was wir reinsetzen könnten? Was Kleines. Was bist du? Eine Mecke-Filiale, die haben wir aber schon. So ein T-Mobile-Shop, aber das wäre auch eher was für so ein kleines Gewerbegebiet, so Gewerbeparks, wo mehrere Shops nebeneinander sind. Na, dann machen wir es ganz einfach oldschool-mäßig und zwar, wir weisen hier ganz einfach Zonen aus und das Spiel darf sich dann selbst entscheiden, was es hier gerne hinsetzen möchte. Rund um die Schule. Was wir aber noch machen könnten, ist, dass wir sagen, okay, hier muss einmal nichts sein. Hier muss auch nichts sein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und da auch nicht. Und dafür bekommt die Stadt hier jetzt noch ein paar Bäumchen hin. Suchen wir sich irgendwas aus, was wir noch nicht so oft verbaut haben. Sogar so machen. Sieht gar nicht so. Sieht gar nicht so schlecht aus. Setzen wir hier hin, dann das an der Schule herum. Können wir doch eigentlich durchaus so lassen. Und hier könnte man eventuell ja eigentlich sogar ein bisschen von dem Zeug hier nehmen. Und hier ganz einfach ein paar Parkplätze hinbauen. So. Irgendwas Interessantes, was wir hinsetzen könnten. Hier. Ja, das sieht komisch aus. Genau, weil die passen ja eigentlich nur auf. Die passen ja eigentlich nur auf diese fixfertigen Straßen für Parkplätze. Aber das können wir durchaus
so lassen. Ja. Sieht super aus, Innenhof. Perfekt. Immer noch ein bisschen. Wo ist das? Geht es nicht hin? Ah, das mit den Graffitis, das muss ich auch erst herausfinden, wie ich das am besten platziere. Ah, das funktioniert noch nicht so ganz. Das muss ich mir erst anschauen, wie man das am besten platziert. Oder gibt es eins, das man einfach so drauf picken kann? Graffitis hätte ich ja genug, aber. Ein Leben da an der Schule. Ist groß. So. Ja, das sieht ganz komisch aus, wenn das so ist. Was möchte ich? Sieht doch gut aus. So ein bisschen. Seitenstraßenatmosphäre bei einer Schule. Warum nicht? Gut, weiter geht's. Ich möchte noch die nächsten paar Minuten nutzen. Wir haben da jetzt. Ja, da haben wir so eine Tankstelle. Ein bisschen was haben sie sich eh schon selbst hinplatziert. Dürfen sie auch gerne. Jetzt möchte ich noch ein paar Bäumchen nehmen. Weil die Bäume erhöhen natürlich auch den Landwert. Und das ist dann schon auch wichtig für unsere Einwohner. Wenn wir nicht so viel Landwert haben, dann wollen die auch nicht in die Stadt ziehen. Ein bisschen Gas geben. Ja, ich finde das gar nicht so schlecht. 1800 Einwohner. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, dass wir dann wirklich ein paar Gebiete einfach hier so anschließen und dann einfach noch ein paar Gebiete ausweisen, dass wir dann noch mehr Einwohner reinbekommen. Aber im Großen und Ganzen haben wir in der heutigen Folge ja eigentlich schon etwas weitergebracht. Allen voran hier diesen Schulbereich hier und natürlich auch so ein paar kleine Details inklusive einer neuen Stromversorgung, denn jetzt sollten wir hoffentlich ein bisschen besser mit dem Strom haushalten können. Naja, wir sind schon wieder an der Grenze von dem verwendbaren Strom, beziehungsweise es bricht schon wieder ein bisschen zusammen. So, wir haben hier einen Parkplatz, hier noch ein bisschen Einkaufsmöglichkeit. Ja, jetzt schreien die Leute nach Wohnplätzen und natürlich auch nach Gewerbe. Aber das schauen wir sich dann in der nächsten Folge an. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Servus.